Ladies and Gentlemen, welcome to German Pussy Gaming. Servus beinand, da sind wir wieder ins Gamm bei der nächsten Folge mit dem Lukas und mir. Wir haben ein bisschen weiter gespielt, weil wir ja leider unser Zeug verloren hatten und haben uns jetzt wieder zumindest teilweise ein paar Sachen wiedergeholt. Ich habe mir jetzt nämlich wieder auf dem einen Jägerstand so ein Jagdgewehr gefunden und die Scope, dass der Lukas das in der letzten Folge gefunden hat, passt Gott sei Dank und das ist saugeil. Warte mal, stopp. Ich habe das Gewehr schon wieder liegen lassen. Das ist doch kacke. Ich weiß doch mal irgendwas weg. Ach nee, ich hab ja den Bogen daheim gelassen, sehr gut. Ja. Ich mach dann wieder alles kaputt. Aber du musst mir sagen, wo ich hin muss. Ja. Einmal um 880 Grad. Wir können ja auch Offroad fahren, gell? Wir müssen nicht unbedingt über die Straßen. Ja, war jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob wir da durchkommen, gell, bei den Steinen. Ja, doch, muss schon gehen. Der ist aber echt schwer zu lenken. Ja, der ist. Ich habe Max gesagt, dass wir da hochfahren sollen, aber das war echt falsch. Ich fahr jetzt links. Kann ich da durch? Links. Weiter links. Jetzt noch weiter links. Ja, das ist nicht so einfach. Hier sind lauter Bäume und Steine. Das Spiel ist so laut, ich verstehe den Lukas kaum. Weiter links. Noch weiter links. Nicht, dass da irgendwas gefährliches ist. Ja, hier, oder? Ja. Wenn du irgendwo... Hä, warum stehe ich jetzt... ausgestiegen. Wenn du irgendwo einen Puppet ziehst, sag mir Bescheid, an welchen von weitem abknallen. Ja. Aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Was? Mein Inventar ist proppenvoll. Ja, dann lad aus. Ich hab noch relativ viel Platz in meinem Wanderrucksack. Ja, den habe ich ja voll geladen. Mein, den Metallschrott hier lass mal liegen, den brauchen wir nicht. Warum nicht? Die Walnuss, die esse ich jetzt gleich. Meine Socken und Unterhosen lasse ich auch mal hier, gell? Jo. Aber komm, wir haben keine Zeit. Ah, ich sehe es grün schon. Hier haben wir das Glück, dass hier natürlich jetzt auf dem Server keine Gegner sind, gell? Weil sonst müssten wir bei... Ich höre was. Ich glaube, das war ein Bär. So angehört, ja. Da ist er. Da ist er. Da ist ein, Alter, warte mal. Da ist ein Puppet. Ist. Hat ja gut geklappt anscheinend. Hat ja gut geklappt anscheinend. Ja, leck mich der Spawn. Max? Ja. Ja, kannst du den vielleicht erledigen? Ich hab nämlich keine Nahkampfwaffe. Ich hab keine Nahkampfwaffe, hilf mir! Ich kann doch auch nichts machen, wenn ich schon. Au! Jetzt haben wir beide. Beiden Seiten. Ja. Geil.
gleich nachladen. Gut. War ich jetzt verletzt worden? Phase 1 krank. Oh, ich wahrscheinlich auch. Ja. Inventar, habe ich noch Rex? Ja. Ich brauche unbedingt wieder einen Vorschlaghammer oder irgendeine Nahkampfwache. Ja. Ich habe nur die blöde Axt, die bringt mir halt nicht viel. Ja, dann laufen wir mal hin zu unserem geilen Drop. Ja, ich habe bloß noch schnell meine meine Wunden versorgt. Sau geil, wir haben zum ersten Mal einen Cargo Drop. Ja, mach mal auf das Ding. Ja. Ich hätte die Umgebung. Da sind wahrscheinlich jetzt irgendwas, irgendwas ist bestimmt versperrt. Jetzt schau mal, such mal hier erstmal. Alter, Box of Bowls, was sind denn Bowls bitte? Crafting various items. Ah, jetzt hat, warte mal. Move Lockpick. Ein Benzinkanister. Ja. Halleluja. Irgendwie. Der riesengroß ist. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Failure. Was machst du denn gerade? Warte mal, ich muss weiter. Ich muss mir mehr Dietriche machen. Mach. Olli Dietrich. Aber dafür muss ich immer einzeln aus dieser Box von H klammern. Eine Autobatterie. Sehr cool. Passt nicht rein. Oh Mann, jetzt muss ich hier so viel. Ich habe auch noch Platz. Ach nee, wollte ich nicht aufnehmen. Oh, voll geil, was hier alles ist. Was ist denn das? Eierwärmer. Hast du den abgelegt? Ja. Brauche ich nicht. Bisschen warm. Hä? Aber was? Gibt's auch so eine Temperaturangabe, gell? Was die optimale Wärme dafür ist. Hast du es gewusst? Was? Eine optimale Temperatur für Hoden gibt. Oh Mann, ich habe nur Failures. Oh Mann. Nehmen. Eine Feldflasche. Das gibt's doch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ihnen. Dann muss ich nur das Essen nicht wieder Platz. Ich verstehe es nicht. Meinem ich verstehe diese Logik nicht. Werkzeugkiste. Nehmen wir mal mit eine, hä? Nehmen wir mal zwei mit. Oh ne, ich hab keinen Platz mehr. Dosenfleisch. Chow Mein. Lässt du das Essen alles da oder ist das jetzt alles weg? Ja, ist hab's da gelassen, kein Platz mehr. Achso, ich hab... Hier ist ein Notfallverband-Set. Painkillers. Vitaminpillen. Was ich denn dafür da Aber das hier müssen wir wohl irgendwie nehmen. Diese Box of Bowls. A box of bowls that are used in crafting various items. Keine Ahnung, was das darstellt. Heißt was auf Deutsch? Ach, Bolzen. Bolzen. Ja, nehmen wir halt mal mit ein paar Boxen von denen. Kannst du hier die Notfallverbandsets noch mitnehmen? Eins. Wir fahren jetzt sofort zur Tankstelle. Zwei. Hast du noch was in Dietrich? Ich will es auch mal probieren. Ich habe noch viele, ja. Ich verstehe bloß noch nicht so ganz, wie man es machen muss. Also, pass auf. Du musst dir aus der... Ich leg dir jetzt alle hin. Takeout H-Klammer. Dann musst du mit rechts auf die H-Klammer gehen und Dietrich draus machen. Und mach gleich 6-7 Stück. Und dann lege ich noch den Screwdriver dazu, den brauchst du auch noch. Muss ich das beides in die Hand nehmen, oder wie ist das? Nee, hast du einen? Nee. Warte. Da. Nee, du musst es einfach nur im Inventar haben und dann mit auf das Ding drauf. So, was sollte ich jetzt noch mitnehmen? Was ist denn hier noch alles? Improvised Tire Repair Kit. Ja. Maus. Willst du nicht den... Ja doch, den nehme ich schon mit, den Schlauch zum Raussaugen aus den anderen Autos.
bin zu kompliziert, ich habe keine Lust mehr. Echt jetzt? Ach echt, haben wir so einen? Ja, jetzt habe ich einen. Den habe ich eingesteckt. Ich habe keinen Platz mehr. Warte mal, ich probiere es noch weiter. Jetzt bleib da. Ja, du kannst die Tür zumachen. Ich räume mal mein Inventar aus, dann komme ich wieder. Bring doch einfach das Auto mit. Ja, wobei, da haben wir keinen Sprit. Ja, wollte ich eh machen. Ja, nur falls... Hast du mir den Ding da gelassen? Den Screwdriver? Nee, hab ich nicht. Ist mir auch gerade eingefallen. Ich hoffe mal, der explodiert nicht, wenn man drin ist. Hier der Cargo Drop. Kann ich dir nicht sagen. Ich hoffe es auch, sag ich dir nur. So, nochmal Space to Start und dann F. Screwdriver pushen. Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ja, wie in echt wahrscheinlich. Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich drücken muss, in welchem Moment. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich kann es in echt aber auch nicht. Ja, ich auch nicht, aber... Warte mal, das will ich jetzt hier nicht so lassen. Jetzt haben wir schon mal einen Cargo-Job, das muss ich jetzt schnell googeln. Okay, mach das. Also ich habe ja schon gesehen, wie es geht, aber... Schlüssel. Ich habe mit dem Opa zusammen hier das gebastelt. Es wäre gewinnen. Dann habt ihr selber schon... Oh, scheiße. Was? Der explodiert gleich, der explodiert gleich. Um alles mit was geht. Ich hab schon alles eigentlich in der Hand. Woher weißt du das? Ja, weil er übelst laut piept. Und es immer schneller wird. Nein! Ich war zu nah dran. Du bist tot? Ja. Nein! Ich bin nicht mal so weit weg. jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt hinlaufen? Welche Himmelsrichtung? Ich muss nach Osten. Kann ich auch gleich irgendwo abholen. Ich muss nur schnell den Karren aufholen. Ja, ich laufe nur in die Richtung vom Cargo Drop wieder. Oh, mein Zeug. Ja, stimmt, ist ja eh. Weil ich war gerade noch in dem Menü. Dann hat es das Piepen angefangen und dann hast du dich sofort, jetzt der geht jetzt hoch. Ich habe mir die ganze Zeit schon gefragt, wie lange bleibt der wohl da, wenn wir drin sind. Oh, scheiße. Dann dachte ich mir, ja gut, hoffentlich bleibt er halt einfach ewig da, wenn du da bist. Wenn du ihn aufgemacht hast, ja. Gell? Aber nee. Dachte ich jetzt auch. Scheiße, ich finde meine Leiche nicht. Ja, dann ist es vielleicht nur der Rucksack, der noch übrig ist. Nee, es ist alles eigentlich, aber... Stimmt, der Leiche läuft ja auch, aber ich weiß nicht, wie es ist. Hat doch beim Explodieren auch, gell? Aber ich dachte, dass ich... Ich ja, bin jetzt hier eigentlich schon an der richtigen Stelle. Problem ist, dass ich halt irgendwo in der Wiese umgefallen bin. Achso, bist du weggeflogen, oder? Von... Nee, aber ich bin ja nur raus, bin ein paar Meter weg und hab mich dann umgedreht und hab mal angeschaut. Dann ging er hoch. Na scheiße. Und ich weiß aber nicht, wo genau ich gestanden bin, also... Komm grad wieder Richtung... Deine Richtung. Aber wir sind doch da aus dem Wald gekommen, oder nicht? Ich bin gleich da. Nee, ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Da müsste es eigentlich irgendwo sein. Hier müsste eigentlich gelegen sein. Der Job. Komme ich da durch den Wald durch? Wo war der denn? Bin gleich da. Ah, ich glaube, ich muss weiter Richtung Norden. Ah, da ist die Wiese. Was? Upsi. Bullock ist kurz umgefallen. Umgefallen. Ich fahre durch die Pampa, dass ich dich direkt abholen kann. Er ist im Stein hängen geblieben. So. Hä? Ich blick's nicht. Aber ich bin da. Wo? Glaube ich. Nee, doch nicht. Okay. Aber ich sehe dich auf der Karte auch nicht. Okay. Warum sehen wir uns eigentlich? Haben wir uns nicht auf der Karte? Sehen wir uns nie. Nee, nee.
Ging noch nie. Ich suche jetzt gerade den Stein, wo wir draufgestanden sind, als uns die Puppets angegriffen haben. Aber auch den finde ich nicht. Unglaublich wieder umgefallen, da passiert anscheinend nix. Ja, ich wenn dann... einfach wieder auf. Wenn dann geht halt die Hälfte weg von... Okay. Noch weiter oben gewesen. Hier müsste es irgendwo gewesen sein. Ich höre dich aber auch nicht. Ah ne, noch ein Stück weiter. Ah ja, ich sehe dich. Und ich sehe auch den Stein. Also hier müsste ich jetzt irgendwo liegen. Ah, hier. Sehr gut. So, taktischer Pullover. Mein Gewehr und meine Axt finde ich nicht. Vielleicht musst du dich da teilen. Nee, hab mich ja schon durchsucht. Ah, jetzt sehe ich sie. Passt. Ach, das hier, ja. Alter, geiler Karren. Ja. Aber da suchen wir jetzt auch nochmal durch, weil ich bin mir sicher, dass da Sachen respawned sind. Ja, aber auch Viecher. Ja, ich bräuchte halt... Wäre halt super, wenn ich mal wieder eine Nahkampfwaffe hätte. Oh, scheiße, warte mal kurz, ich muss was essen. Ich habe so Hunger. Irgendwas ist broken. Ja, dann logge ich kurz außen wieder ein. Muss ich dafür... Du kannst ja suchen dabei. Okay, ich habe ein M9-Magazin gefunden. Ich suche mal von hier oben, ob ich von hier oben vielleicht irgendwo einen Zombie sehe. Ich wollte mal schnell gucken, warte mal, ich steig mal schnell ein, wie viel der hat. An Zeug, an Batterie und so. Oh, ja. Der ist ja traumhaft. Was, warum? Ja, weil da richtig viel drin ist von beiden. Geht locker ein, geht locker an und fährt auch eine ganze Weile. Ja, kann ich ja noch auffüllen, ich habe ja noch einen vollen Benzintank. Ja, ja, sag ja, aber. Können wir mit zwei Autos heimfahren? Null Problemo, Chefo. Das war ich bin drin. Geht's wieder? Ah ja, jetzt geht's. Sehr gut. Ja. Ich räume gerade nur noch ein bisschen aus, damit ich hier was hab an Platz. Also jetzt können wir auch alles an Munition und Waffen mitnehmen, gell? Also nichts liegen lassen. Ja. Hast mich eingestiegen auszusehen. Der Deagle habe ich schon gefunden. Würde den Quirin jetzt sofort freuen. Soll ich jetzt die Autobatterie wieder einstecken? Ja, stecken wir sie mal ein. In der Küche. Oh, Verstaun. Butter. Lecker. Wenn du mal Kohlenhydrate brauchst. Grapefruitsaft. Rex braucht man nicht. Dosenfleisch, jawohl. Also ich würde sagen, Schön. Das Essen ist erstmal gesichert. Orangensaft, sehr schön. Ja, ich habe auch im anderen Dings ziemlich viel Essen und gefunden, Medizin und alles. Ja. Da keine Feinde bei dir drin? Nee. Cool. Ich gehe jetzt mal hier auf diese Türme hoch, weil ich denke, dass da vielleicht was... Oh, hier liegt was. Geil! Eine abgesägte Schrotflinte. Hä? Was nur Schrotflintenmunition? Ich glaube, da haben wir aber... Ach nee. Ich wollte gerade sagen, da haben wir ja schon was, aber... Hören wir nichts mehr. Oh, jetzt höre ich was. Was denn? Was wohl? Ein Etwas. Hier kein. AK-47-Magazin nehmen wir mal mit.
Metallpfeil. Ja. Den lasse ich liegen. Ja, kannst du auch. Der müsste auch noch weit, relativ weit weg sein. Ich habe ihn auch gehört. Hast du? Nee. Der war irgendwo da Richtung Nordwesten. Willst du auch noch so ein Gewehr? So ein Hunter 85? Ja, nimm mal mit. Baden kann's nicht. Schon wieder eine Pistole. Ah, hier sind noch Zelte, gell? Hab ich nicht wieder gehört. Ich kann das den Hunter aber nicht mitnehmen, weil das so groß ist. Das müsst ihr selber holen. Ich hab eine Tech 01, M1911 und. Warst du hier schon überall? Ja. Aber das war doch noch nicht alles. Das irgendwo war der doch. Ich höre ihn noch. Das ist ein Wildschwein. Bist du sicher? Ja. Ich habe auch noch mal eine M. Bin gerade. Da hinten ist auch noch ein Zelt, stimmt. Ja, das sind. Hab ich gesehen. Jetzt haben wir 20.000 Pistolen. Aber ich, in ja, der Nähe... Ja, welche, die besser sind? Das weiß Ach, ich 9 nicht. 9mm, die anderen, die sind kleiner. Eine kleinere. Kleines Kaliber. Ja. Das Problem ist ohne... Was? Nee, jetzt habe ich ja 0,45, oder? Kaliber. Na, das ist 0,45, ja genau. Das sind die 45er Kaliber. Das ist die Diegel praktisch, die hat so ein Kaliber. Jetzt ist pass mal auf. Ist die jetzt größer oder nicht? Puh, keine Ahnung. Ach, die hier hat nur noch 35%, die lasse ich da liegen, die brauchen wir nicht. Ah, meine hat auch 25 nur, obwohl die sind alle so wenig. Haben wir jetzt ja genug Reserve dabei noch. Also ich würde jetzt mit dem Auto nochmal schnell zum Tanken fahren. Fährst du da mit und lass mal den dabei stehen und hol ihn später ab? Oder wie willst du es machen? Ja, ist der schon leer? Hast du den schon umgeräumt? Nee, den holen wir gleich wieder ab. Also wir müssen Ach so. Jetzt nach rechts rumfahren zum Tanken. Aber ich will vielleicht erst vor Folgenende machen. Ja, okay. Dann war das jetzt mal eine erfolgreiche Nummer heute. Ja, so kann ich aber nicht abmoderieren, mein Freund. Ich steig da jetzt mal mit ein. Kann ich hier auch einen Innenblick machen? Wie war das jetzt nochmal? Enter. Ah ja. So. Ta, hockt da in seinem Auto. Ah. Mit der ja, Hand schön. Irgendwie an der Handbremse, warum auch immer. Bei mir habe ich die Waffe noch in der Hand. Ja, jetzt hast du sie bei mir auch in der Hand. Ja. Kannst du aus dem Auto rausschießen. Kann aus dem Auto schießen. Geil. Ja, ich auch. Aber ich kann nicht zielen. Mit dem Gewehr. Ja, ich kann nicht zielen mit dem Gewehr. Rechtsklick. Nee. Oh, warte mal, ich muss aussteigen. Warum wohl? Was muss ich denn ständig? Hör auf! Hör auf, ich muss hier pissen! Was denn ist jetzt gemerkt eigentlich? Hat es schon gesagt? Nein, oder? Das sagt er immer, ja. I really need to urinate. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao. Oh, scheiße.